Erste, was schon mal auffällt an dem Bernsteinweizen, ist das leuchtende Orange. Da haben sich die Braumeister schon mal ganz schön Mühe gegeben, bei der Malzschüttung so eine tolle Farbe zu kreieren. Und ansonsten hat es auch noch einen sehr feinen, sahnigen Schaum. Und dann der Duft ist erstmal sehr fruchtbetont, total. Und im Antrunk ist das Bier mussierend, so wie ein Weizen sein soll. Der Geschmack des Bernsteinweizen zeichnet sich dadurch aus, dass er hauptsächlich fruchtbetont ist. Aber dann hat dieses Bier auch einen Karamellkörper. Also wir denken zum Beispiel an Brotrinde. Nelke und Muskatnuss bleiben eher im Hintergrund. Und das unterscheidet das Bernsteinweizen wirklich von anderen Weizenbieren.